Auf geht's! Kommet, komm! Auf! 7 Islandpferde leben hier auf dem Gelände hoch oben im Schwarzwald. Marc Hofmeier und seine Frau Katrin schauen regelmäßig vorbei, ob es den Zuchtstuten auch gut geht. Die Pferde haben immer ein sauberes Fell. Ja? Die sind immer glänzend, obwohl die nicht geputzt werden. Und das ist doch erstaunlich, obwohl die so robust gehalten werden, dass man dann wirklich so glänzendes Fell hat. Aber nur, weil die halt das ganze Jahr draußen sind. Insgesamt gehören unter anderem 63 Islandpferde und 5 Alpakas zum Scherzinger Hof in Hinterzarten. Der Hof liegt auf knapp 1000 Meter Höhe. Minus 11 Grad hatte es in dieser Nacht. Für die Tiere hier Wohlfühltemperatur. Viele Tiere bedeuten auch viel Arbeit. Der 13-jährige Sohn Tom muss da mithelfen, wenn er gerade nicht in der Schule ist. Ja, genau. So wie ich gestern, fahr ich rückwärts raus und dass alles schön sauber ist. Probier's. Ja, das probier's. Drei Kinder hat die Familie Hofmeier. Alle müssen sie mit anpacken. Tochter Nele kümmert sich in erster Linie um die Alpakas. 5 Stuten und einen Hengst. Heute ist Wandertag mit den Ferienkindern. So. Wer möchte wen? Ist dir egal? Ja. Dann gebe ich dir mal die dunkelbraune. Das ist die Sheila. Sie sind super süß, sie sind total flauschig, aber es sind sehr eigen. Sie haben einen sehr starken eigenen Willen. Und was eben auch so ist, die sind nicht so zutraulich am Anfang wie, sag ich mal, Hund, Katze, Pferd. Genau. Ihr könnt ja mal schauen, ob sie mit euch auch reden. Sie wird immer schneller. Angefangen mit den Isländerpferden auf dem Hof hat Seniorchef Herbert Hofmeier. Schon damals hat er gemerkt, dass Milchviehhaltung für ihn wenig Zukunft hat. Statt Kühe ließ er 1972 die ersten Pferde aus Island auf den Hof bringen. Ja, schön. Unser Hof ist zu klein, um zu vergrößern. Und dann bin ich hier auf die Isländer gekommen, weil das tolle Pferde sind, von der Gänge her und auch von der Haltung her. Ne? Das gab es noch nirgends hier mit den Isländern. Ja. Islandpferde können tölten. Das ist eine Gangart, mit der die Tiere besonders auf Eis und Schnee gut zurechtkommen. Die aber auch regelmäßig trainiert werden muss. Und noch eine Besonderheit: Islandpferde, die die Insel einmal verlassen haben, dürfen nie wieder zurückkehren. Damit will man eingeschleppte Krankheiten verhindern. Auf dem Hof geht es inzwischen heiß her. Marc Hofmeier ist gelernter Hufschmied und heute wird beschlagen. Jetzt tun wir das Eisen ein bisschen formen. 1000 Grad hat das Hufeisen, wenn es aus dem Feuer kommt. Mit 600 Grad wird es auf den Pferdehuf gedrückt. Seine Frau Katrin assistiert. Es riecht intensiv. Wie verbrennte Haare oder Fingernägel. Es dauert eine Weile, bis das Eisen gut sitzt. Auch Pferde müssen da geduldig sein. Die letzten Hufnägel fertig. Okay, jetzt schauen wir, ob das Pferd läuft richtig. Ja, jetzt galoppiert, aber im Trab ist es einwandfrei. Ist nicht, lahmt nicht. Am Schluss war es noch tölt. Marc und Katrin Hofmeier wollen heute noch mal nach ihren Zuchtstuten schauen. Hier ist der Ort, an dem sie Kraft schöpfen können für die harte Arbeit auf dem Hof. Da könnte man stundenlang zuschauen. Das ist einfach das Schöne, ja? Wenn du da stehst, guckst denen zu, wie sie wegen fressen und es ist alles friedlich. Und, ja. Das ist für mich wie Urlaub. Da brauche ich nirgends hinfahren, da kann ich im Schwarzwald bleiben. Also das ist einfach, das ist ein Traum.